Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klinikvideo sozusagen von mir oder eher gesagt ein Mealplan zum Zunehmen, Gewicht halten, je nachdem wie groß ihr seid, variiert das immer natürlich. Ich steigere ja so langsam die Richtmenge aus der Klinik, da könnt ihr die ersten Teile auch schon anschauen und jetzt kommen halt immer noch mal so ein paar Sachen mit dazu, ein paar Extras on top. Ja, das soll euch einfach so ein bisschen als Inspiration dienen, wenn ihr vielleicht gerade nicht wisst, was ihr essen sollt, um eben zuzunehmen oder euer Gewicht zu halten. Und ja, ich gebe da jetzt keine Kalorienangaben, von daher müsst ihr so ein bisschen selber vielleicht für euch herausfinden, ob das jetzt zu wenig noch ist, was ich möchte. Also in der Recovery sollte man mehr als das meistens essen, aber das ist ganz, ganz individuell. Das kann ich auch nur noch mal ganz, ganz oft sagen. Und ja, deswegen, das soll euch einfach so ein bisschen als Inspiration dienen. Ich hoffe, das tut es auch. Viel Spaß damit und ja, ich würde sagen, dann genug geredet. Ja. Achso, ja genau. Und schaut gerne mal noch bei Instagram bei mir vorbei. Da könnt ihr mir auch immer schreiben, wenn es um irgendwelche Themen in der Recovery etc. geht. Da versuche ich so gut wie möglich alles zu beantworten und ja, vor allem auch Highlights und Stories zu dem ganzen Thema zu machen. Und jetzt viel Spaß. Und wahrscheinlich schon allbekannt, zum Frühstück gibt es natürlich wieder lecker Brötchen. Und dazu gibt es diesmal aber noch, anstatt einem Obstsalat oder einem Joghurt, ein Müsli oder eher gesagt ein Porridge. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Einfach so ein kleines Schälchen, ich würde sagen so 50 Gramm. Aber da könnt ihr auch einfach eher gucken, dass ihr ein kleines Schälchen euch nehmt, das eben füllt, dann mit Milch sozusagen auffüllt und ja, das noch zu euren zwei Richtmengenbrötchen esst. Und ich zeige euch jetzt mal, wie. Yes, und zwar habt ihr hier alles, was ihr braucht. Oder eher gesagt, Grundlage sind natürlich wieder zwei Brötchen eurer Wahl. Dann natürlich Rahma, also Margarine oder Butter. Und dann natürlich braucht ihr noch Aufstrich. Da habe ich jetzt hier einmal so Pflanzenstreich. Aufstrich und dann habe ich hier noch so einen Granola-Spread. Also ihr könnt natürlich auch echt dann sowas wie Nussmus nehmen oder ja, eben solche ähnlichen Arten wie Dovas hier. Also das ist natürlich auch vollkommen legitim. Und dann ganz praktisch habe ich halt hier so von 3Bears so ein kleines Porridge-Päckchen eh. Aber ja, hier sind ja so 50 Gramm drin. Das würde ich auch für so eine kleine Schale eben empfehlen. Und dann sucht ihr euch einfach eine Milch eurer Wahl. Natürlich auch, könnt auch eine richtige Milch nehmen oder eine Pflanzenmilch. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Und wichtig, das Innerste vom Brötchen ist das Beste. In der Klinik, ich bin mir gar nicht sicher, ob es essgestuft eingestuft wurde oder nicht. Es gab schon so ein paar Regeln, wo ich mir dachte, okay, wow, was hat das mit einer Essstörung zu tun? Jeder macht das. Aber gut, wollen wir mal. Es gibt auch gute Regeln dort. Und im letzten Video haben wir ja gesagt, wir portionieren das einfach sozusagen, dass einfach das ganze Brötchen mit gut Butter oder Margarine belegt ist. Weil denkt dran, ein paar Kalorien mehr oder weniger machen es nicht aus. Es kommt einfach ungefähr auf die Grundstruktur an. Deswegen seht es auch, egal was, auch wenn es ums Abwiegen etc. Kalorien zählen geht, bitte, bitte tut mir den Gefallen und nehmt das alles nicht so genau. Wirklich, es tut euch nichts und ein bisschen mehr wird euch nicht schaden. Und ja, das sagt euch einfach, es kommt nicht auf die Kalorie genau an, wirklich. Also ja, ganz wichtig. Ja, und auf ein Brötchen kommt jetzt hier herzhaft, also habe ich hier so einen veganen, sowas könnt ihr natürlich auch nehmen, hier so einen Pflanzstreich mit Tofu, da auch einfach wieder aufs Brötchen und gut verteilen. Und dann wieder eine Hälfte mit was Süßem. Ich meine natürlich ein Brötchen mit was Süßem. Und dann könnt ihr euch noch euren Müsli oder euren Porridge machen. Ich meine, liebt das ja auch, wenn das ein bisschen einfach einweicht. Und auch Milch müsst ihr nicht abwiegen. Da weiß man ja irgendwie selbst, ja, oder man sieht ja dann, ab wann es eingeweicht ist und wann sozusagen noch ein bisschen mehr Milch braucht. Also das macht ihr auch am besten nach Gefühlssache. Ja, genau, also so kurz muss das wenigstens immer ein bisschen bei mir einweichen, damit es ein bisschen weicher wird.
Und dann habt ihr auch schon ein feines, ganz normales Frühstück. Yes, noch hier kann ich wieder sagen oder euch beruhigen, wirklich, das ist nicht zu viel. Und von dem Essensplan würde ich, glaube ich, auch noch nicht mal zunehmen. Von daher, ihr ist dabei ja super individuell. Das kommt ja total auf euer Gewicht, eure Größe etc. an. Also ja, schaut einfach, tastet euch ein bisschen dran heran, experimentiert ein bisschen rum. Obwohl ich auch wieder einfach sagen muss, in der Recovery kann ich einfach nur, mir hat es am besten geholfen, einfach komplett zu erhöhen. Also nicht hier so wenig in Anführungszeichen, sondern wirklich über 3500 bis 4000 Kalorien zu essen. Aber ich mache diese Videos eben auch für die Leute, die entweder wieder ein bisschen am Reduzieren sind, weil sie schon im Normalgewicht sind, oder für die, die eben langsam steigern wollen oder die nicht so gut mit der schnellen Steigerung von Kalorien klarkommen. Da ist halt, wie gesagt, jeder individuell und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und sich auch bei der Recovery nicht vergleichen. So, jetzt probiere ich aber mal. Ich hatte eh schon herausgefunden, dass dieser Pflanzenaufstrich schon ganz geil ist. Schmeckt echt wie Wurst. Also, ja, deswegen könnt ihr halt auch locker irgendwie vegetarisch da recovern. Das ist auch gar kein Problem, meiner Meinung nach. Und ja, auch richtig geil. Oh, Lauge, Laugenbrötchen und dann was Süßes drauf ist eh immer richtig, richtig gut. Das müsst ihr eh immer machen. Ja, macht das mal. Ob es jetzt Nutella ist oder irgendwas anderes Süßes drauf. Richtig geil auf Lauge. Eh beste Laugenbrötchen. Beim Müsli etc., da könnt ihr ja dann auch immer variieren, könnt immer mal was anderes nehmen. Das finde ich total schön daran. Und ich kann euch auch vielleicht auch als Tipp geben, wenn euch das so eine kleine Sicherheit gibt. Sucht euch doch einfach ein Schälchen, guckt wie viel, also wiegt euch einmal 50 Gramm Haferflocken, Müsli etc. ab, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, wie viel ist das. Und dann sucht ihr euch ein Schälchen, in die das reinpasst und dann nehmt ihr immer das Schälchen. Dann müsst ihr es nicht mehr abwiegen. Müsst ihr auf die Zahl genau achten. So finde ich es immer sehr, sehr hilfreich. Und oh, ich liebe es wirklich. Also halt, könnt ihr nicht immer, müsst ihr nicht immer rein Haferflocken nehmen, sondern Müsli oder andere Porridge-Sorten. Andere Milchsorten. Also das kann man ja auch so vielfältig essen. Ja, genau. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert. Zum Mittagessen wird jetzt eine Runde gekocht. Da gab es ja wirklich eigentlich immer eine wirklich richtige Mahlzeit, manchmal auch eine Süßspeise, das wird es im nächsten Video geben. Aber diesmal machen wir eine Hackpfanne, eine vegetarische Hackpfanne, eine Gemüsehackpfanne und dann eben noch eine Beilage eurer Wahl. Ich habe jetzt diesmal Polenta gewählt, das mache ich auch super selten und dachte mir, ja, so ein bisschen Variation ist ja immer ganz cool, aber ihr könnt natürlich auch Reis, Nudeln etc. nehmen. Ja, und es geht auch gar nicht, eigentlich ganz easy peasy. Ihr braucht halt wirklich nicht viel. Also ihr braucht einen Hack. Ich habe jetzt hier The Wonder Hack von Aldi. Also ja, einen Veggie Hack. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Fleisch esst, einen Fleischhack nehmen. Das sind jetzt hier 280 Gramm ungefähr. Jetzt würde ich da so ungefähr die Hälfte von nehmen. Und dann noch mit Gemüse. Also ihr könnt einfach Gemüse eurer Wahl nehmen. Schnell geht es am besten immer mit TK-Gemüse. Öl zum Anbraten sozusagen und dann eben für eure Beilage, jetzt zum Beispiel Polenta. Was auch immer für eine Beilage ihr nehmt, ich würde dann immer so 50 bis 60 Gramm empfehlen. Das ist meistens wirklich am einfachsten, das abzuwiegen, weil, außer ihr habt so Cups, das wäre auch cool, aber das habe ich nicht. Deswegen ja, nehmen wir jetzt mal hier so 60 Gramm ungefähr, also Reis, Nudeln etc. Und Flüssigkeit mache ich eh immer nach Augenmaß. Ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen Flüssigkeit reingegeben und werde dann einfach schauen, wie es so kocht. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen köcheln und kümmere mich um den Rest. Das ist halt super easy. Also ich mache Öl in die Pfanne, sodass der Boden auch gut bedeckt ist. Sonst empfehle ich ja immer so 1 bis 2 Teelöffel Öl. Ich habe auch richtiges Öl zu Hause, aber jetzt habe ich einfach mal das hier genommen. Das ist so ein Spraying-Öl. Oh, ich habe gerade schon ein bisschen genascht. Also ich meine, so Hack kann man ja auch mal roh essen. Das ist mega lecker. Das ist richtig, richtig gut. Und sobald das Öl ein bisschen warm wird, kommt dann auch die Hälfte ab in die Pfanne. Übrigens frage ich mich ständig, irgendwas ist mit meiner Pfanne falsch. Ich kann ja nicht alles andrehen. Das macht sie so aggressiv, wirklich. Naja, dafür Polenta kocht schon mal gut. Da habe ich gerade auch noch ein bisschen Wasser dazugegeben, weil ich gesehen habe, dass das schon echt gut wird. Die koche ich letztlich für ungefähr 15 Minuten köcheln. Und hier kommt jetzt auch schon Gemüse mit dazu. Einmal fallen lassen, einfach. Nein, Spaß.
Da könnt ihr ja so ein bisschen, dass es einfach ein ausgewogenes Verhältnis ergibt. Das kann man ja so ein bisschen nach Augenmaß machen. Nom, nom. Und beides könnt ihr natürlich nach Belieben noch würzen. Ich habe jetzt hier einfach, da sind übrigens verschiedene Gewürze drin. Würze ich noch ein bisschen, auch weil das Hack an sich ja auch schon gewürzt ist. Und eben die Polenta auch noch ein bisschen. Vor allem Salz muss das schon auf jeden Fall mit. Und vor allem bei der Polenta ist es ganz gut, wenn ihr die Sachen ein bisschen abkühlen lasst, weil der dann erst so richtig fest wird. Und dann bekommt ihr erst so diese richtig geile Kries-Polenta-Funktion sozusagen. Und ja, genau. Und es ging jetzt auch super flott. Yes, das Hack ist nämlich schon fertig. Das riecht richtig gut. Und dann ist die Polenta jetzt auch schon richtig gut. Gleich nochmal kurz ein bisschen quillen. Ja, und wenn das nicht mal richtig, richtig gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Jupp. So habt ihr dann eben ein proteinreiches, kohlenhydratreiches, aber auch ein bisschen Fette mit dem Mittagessen. Also es ist halt super ausgewogen. Das ist echt, das könnt ihr euch, glaube ich, also so in der Kombi könnt ihr anstatt Fleisch oder könnt ihr verschiedene Fleischersatzprodukte nehmen oder mal Hähnchen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Arten und Weisen, die ihr nehmen könnt. Dann eben noch eine Gemüsekomponente und eben noch eine Kohlenhydratquelle. Und dann habt ihr ein perfektes Mittagessen, würde ich sagen. Und ja, ich probiere das jetzt auch mal, wie das in der Kombi schmeckt hier mit allem. Ist ein bisschen heiß. Ist ja gar nichts für mich. Geil. Boah, das Hack ist so lecker, ne? Das müsst ihr unbedingt mal holen. Total gut. Wirklich. Und auch mit der Polenta. Mhm. Werde ich auch mal wieder öfter machen. Kommen wir noch auf richtig coole Ideen. So sieht dann ungefähr ein Mittagessen aus. Es soll schon, also ein normales Mittagessen füllt schon einen großen ganzen Teller. Ja, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Und ja, lasst es euch schmecken. Was wir natürlich auch nie vergessen dürfen, Nachtisch. Und ja, da gibt es auch wieder einfach ein Stück Kuchen. Da könnt ihr auch einfach wieder schauen, was für Kuchen ihr gerne habt. Und was Kuchen angeht, gibt es ja auch wieder so viele verschiedene Sorten. Also wie gesagt, da könnt ihr, ihr könnt auch einen Fertigkuchen nehmen, also so von Coppenratto die Wiese oder sowas. Da gibt es ja auch diese kleinen Küchlein, die sind dann auch, finde ich, ganz gut portioniert. Also wirklich einfach diese kleinen Stücke oder eben beim Bäcker etc. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ja, also die Welt voller Kuchen ist sehr, sehr lecker. Von daher, ja, hoffe ich, dass ihr euch da auch dran traut und an sich sind Kuchen auch nichts Schlimmes, weil die sind, wenn sie vom Bäcker sogar sind, dann sind sie auch sogar frisch gemacht und wirklich, also habt davor gar keine Angst, sondern lasst euch schmecken. Ich sag euch, ihr werdet es lieben und testet euch durch verschiedene Sorten durch. Es gibt Käsekuchen, Streuselkuchen, ja, eine volle Welt voller Leckerkuchen, ja, die ihr nicht verpassen solltet. Und wie beim letzten Teil auch schon, heißt es auf jeden Fall auch Snackzeit. Das heißt so zwischen Mittag und Abendessen, also das kann so zwischen 15, 16 Uhr sein. Aber wie gesagt, wenn ihr da individuell, vielleicht arbeiten manche auch in der Nachtschicht etc. Also das ist nur so ein bisschen zur groben Orientierung, wenn man wirklich so einen ganz normalen Tagesablauf hat, dann so zwischen 15, 16 Uhr heißt es lecker Snacktime. Yes, da könnt ihr euch ja so ein bisschen in einer gewissen Größe was zusammenstellen. Letztes Mal waren das ein paar Kekse. Jetzt möchte ich mal als Variante sagen, dass es auch Gebäck geben kann. Also, dass ihr zum Beispiel ein Croissant, ein Schokobrötchen, ein Rosinenbrötchen oder irgendwie so ein Teilchen vom Bäcker oder eben so Fertigkuchen, so Fertigbrötchen etc. Davon so zwei, je nachdem, was es eben für eine Größe ist. Und dann noch ein Stück Obst dazu, damit ihr auch auf eure Vitamine kommt. Das ist natürlich auch trotzdem sehr, sehr wichtig. Und solange euch das nicht zu sehr füllt oder ihr zu sehr Probleme mit der Menge habt, finde ich, gehört es auch mit dazu und gibt euch vielleicht, was anfangs dann nicht schaden kann, doch nochmal so ein bisschen ein gesünderes Gefühl für euch selbst. Und ja, genau, Balance is the key, wisst ihr eh. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich euch vorschlagen würde.
Genau, und zwar seht ihr schon Milchbrötchen, da habe ich auch schon die ganze Zeit von, was heißt genascht, die habe ich jetzt schon die ganze Woche gehabt. Ich liebe Milchbrötchen und das ist natürlich auch ein super Snack zwischendurch. Dann nehmt ihr einfach zwei Milchbrötchen, da gibt es ja auch noch welche mit Schoko oder Schokocroissants etc. Nehmt ihr zwei Stück, dann einen Apfel dazu und dann habt ihr einen super schnellen und trotzdem sehr, sehr leckeren Mittagssnack. Ja, ihr wisst, ich finde es halt auch super wichtig, dass es irgendwas ist, was einfach geht, was schnell geht, wo man eben nicht irgendwie noch 10 Jahre damit verbringen muss, ans Essen zu denken, sondern einfach weiß, hey, ja, jetzt hole ich mir eine Kleinigkeit da raus, weiß ungefähr, was ich essen kann, esse das und dann geht das Leben weiter und dann denkt man erstmal wieder nicht ans Essen und ja, genau, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ah ja, übrigens auch Life-Changer bei Milchbrötchen. Ich liebe es, die immer mal im Ofen oder, also ich habe keine Mikrowelle, aber ihr könnt es nach einer Mikrowelle einfach dann warm machen oder eher gesagt anrösten. Die werden so genial. Ich habe jetzt hier einfach ein drittes dazu genommen. Also da würde ich sagen, so 2 bis 3 Milchbrötchen sind dann eine gute Menge. Wie gesagt, ein Teilchen vom Bäcker, so als groben Richtwert. Dazu dann eben noch schnell einen Apfel aufgeschnitten. Und fertig ist es. Eben so ich das Obst, noch so eine super frische Komponente mit dabei. Also wirklich ein komplett Balance is the key Snack. Oh, ich liebe Milchbrötchen wirklich. Das ist so Kindheit pur. Und ich bin mir sicher für ganz, ganz viele von euch auch. Von daher, ja, bindet vor allem auch irgendwie so eure Kindheitslieblinge etc. wieder mit ein. Und ja, denkt dran, wie schön und befreit das Essen war, als ihr noch ein Kind wart. Und ihr kommt da zurück, ihr kriegt das hin, wirklich. Ja, ich glaube ganz fest an euch und ja, lasst es euch schmecken. Abendessen ist auch wieder super simpel. Das gibt es nämlich dann natürlich mal wieder Brot. Ich werde dann vielleicht im nächsten Video auch mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen was austausche. Oder natürlich könnt ihr an sich aber auch Mittag- und Abendessen tauschen, dass ihr abends was Warmes esst. Das kommt dann so ein bisschen auf euren Tagesrhythmus an. Ansonsten, ja, einfach wieder simpel. 3 Brote auch bei diesem Video, bei dieser Edition. Irgendwann gibt es dann auch 4 Brote, aber wir fangen ja an, langsam zu steigern. Oder in dem Video geht es ja darum, also ich möchte das Step by Step. Und genau, von daher, let's see. Ja, da habe ich euch ja auch schon geraten, dass ihr vielleicht einfach mal in den Brotsorten immer was Neues nehmt. Dann wird euch auch nicht so schnell langweilig. Oder ihr könnt auch mal Brötchen. Also ihr könnt zum Beispiel 2 Brotscheiben durch ein Brötchen ersetzen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Werde ich vielleicht auch beim nächsten Mal. Dann natürlich mal wieder Rama. Dann habe ich mal Kochkäse geholt. Ich dachte, das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Mal so ein bisschen was anderes wieder für euch drauf. Oh, jetzt sehe ich hier gerade der magere mit Kümmel. Ich wusste nicht, dass ich einen mageren gekauft habe. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Natürlich nicht die Mager-Variante kaufen. Denn natürlich könnt ihr das später irgendwann und dann könnt ihr auch Leitprodukte essen. Ich finde, das ist nichts Widersprüchliches, wenn man eine Essstörung hatte, aber wieder genesen ist. Ey, warum sollte man keine Leitprodukte essen? Also das verstehe ich immer nicht, aber in der Recovery-Phase sollte man auf jeden Fall Vollfettprodukte essen, eben weil Fette super wichtig sind und aber auch um die Angst zu verlieren, dass man einfach merkt, hey, da ist auch nichts schlimm mit und von daher, ja, kann ich euch empfehlen, wirklich, weil sonst bekämpft ihr eure Vierfuß nicht und das, dann endet ihr da, wo ihr angefangen habt. Von daher, nehmt Vollfettprodukte und ja, guckt dann am Ende dann, was euch besser schmeckt, aber wirklich erst, wenn ihr schon wieder ein paar Jahre auch genesen seid und ja. Und dann All-Time-Favorite, auch mal wieder ein Frischkäse drauf auf eine Hälfte. Ich habe vergessen, Rama oder Butter zu kaufen. Die ist jetzt schon fast leer. Aber auch sowas wird euch mal passieren. Und auch das, selbst wenn es dadurch ja weniger ist, was ja nicht das Ziel in der Recovery ist. Ganz ehrlich, Leute, manchmal gibt es Umstände, wodurch man eben jetzt zum Beispiel da nicht irgendwas einhalten kann. Und da sollte man auch nicht irgendwie in Panik geraten oder wenn mal irgendwas aus dem Konzept kommt oder man dann doch nicht so wie nach Plan essen kann, dann ist es nicht schlimm. Das passiert mal und solange das nicht jeden Tag passiert oder ihr nicht jeden Tag irgendwo einspart, dann ist das nicht schlimm. Dann gibt es jetzt halt eine Scheibe ohne Rama drauf. Das wird dem ganzen Sache nichts anhaben. Aber das solltet ihr halt nicht vorsätzlich machen oder mit dem Intention, dass ihr das jeden Tag macht. Genau, ein guter Aspekt, um ihn jetzt mal einzubringen. Ich muss Rama kaufen. Naja, ein bisschen ist jedenfalls noch drin, zumindest wahrscheinlich für eine Hälfte. Und das belegen wir jetzt mal. In dem Sinne
würde ich sagen, haben wir auch einfach ein bisschen improvisiert. Ich habe einfach ein bisschen dicker hier den Kochkäse drauf geschmiert. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr Kochkäse alle kennt. Das ist auch richtig geil. Also wenn ihr Käse mögt, das ist halt wie so Schmelzkäse. Wie ihr seht, der schmilzt mir auch ja gleich vom Brot runter. Genau, und dann habe ich eben noch ein bisschen dicker Frischkäse auf die eine Scheibe drauf gemacht. Und so könnt ihr das dann auch einfach mal für den Ausnahmetag sozusagen ersetzen. Und ja. Genau, also wie das typische Abendessen, was ich habe, wirklich gar nicht viel finde, weil drei Scheiben Brot, das ist ja wirklich kaum was. Jetzt habe ich den Salat noch vergessen, weil den gab es ja eigentlich auch immer noch mal nebenbei. Also wie gesagt, ihr könnt euch jetzt noch ein kleines Salatschüsselchen machen, könnt es aber auch lassen, wenn es euch zu sehr stopft oder wenn ihr keinen Bock auf Salat habt. Genau. Ich bin eh immer richtig Team Aufstrich, also bei mir muss Aufstrich schon ziemlich fett drauf sein. Das klappt, wisst ihr auch. Ich bräuchte kein Brot, aber ich brauche Aufstrich. Aufstrich ist die Best. Also ich finde Brot natürlich trotzdem super lecker. Vor allem habe ich jetzt hier so ein Müsli-Brot mal gehabt. Richtig, richtig lecker. Wirklich. Ja. Genau. Und jetzt lasse ich mir das auch mal schmecken. Oh Gott, das Kochkäsebrot, okay. Das lasse ich jetzt für den Kameraeffekt, weil es mir fast schon auseinanderfällt. Aber, genau. Also, ja. Lasst euch euer Abendessen bitte auch schmecken. Hier ist nämlich super, super lecker. So, und als zusätzlicher Snack, den wir sozusagen nicht aus der Klinik kennen oder der da nicht obligatorisch ist, also nicht verpflichtend ist, der obligatorisch ist, so, der nicht verpflichtend ist, ist der Night Snack. Und nachdem der ja immer schon super früh am Abend gegessen wird, könnt ihr den auch dann, ja, wirklich nochmal locker so um 8 oder 9, also ich finde das nochmal so ein super easy Snack, der halt einfach für mich sogar eigentlich, ich hasse es, mit leerem Magen schlafen zu gehen. Von daher, ja, finde ich das auch so das Einfachste und ich hoffe, es fällt euch auch einfach. Habe für euch diesmal jetzt auch eine Balance sozusagen Kombi wieder ausgewählt. Und zwar nehmen wir eine Kombi aus Nüsse, sehr, sehr gesunde Fette, wirklich. Und auch das die Denkweise Fett gleich Fett. Auf keinen Fall. Fett versorgt, ihr braucht Fett. Fett ist lebensnotwendig und versorgt eure Zellen mit allem Möglichen. Also es ist viel zu kompliziert, das jetzt zu erklären, aber es ist Leben, also es ist sehr, sehr notwendig. Von daher, ja, gute Fette aus Nüssen, gute Soul-Fette aus Schokolade. Ja, eine Nuss-Schoki-Kombi, die mag eigentlich fast jeder, möchte ich behaupten. Also nehmt euch einfach Nüsse eurer Wahl, ihr könnt auch einen Nussmix nehmen und Schokolade eurer Wahl. So einfach ist. Genau, ich habe jetzt hier so Cashews, da nehmt ihr dann einfach so eine Handvoll, eine gute, die zeige ich euch gleich. Und dann Schokolade, das ist jetzt keine richtige Reihenschokolade, sonst würde ich so drei Reihen von der Schokolade nehmen. Aber ich nehme jetzt auch hier sozusagen, insgesamt sind es dann 9 Stück. Also nur so zur groben Orientierung, ihr könnt natürlich auch gerne mehr nehmen. Genau, und auch hier wieder ohne Abwiegen, nehmt ihr einfach so eine kleine, große Handvoll, also so eine mittelgroße Handvoll, dann passt das. Jupp, so ungefähr. Und dann von eurer Schoki. Also wie gesagt, wenn ihr eine Tafel habt, nehmt ihr sozusagen so drei Spalten. Hier sind es ja dann auch quasi drei Spalten, die ich jetzt nehme. Und fertig ist euer kleiner, feiner Night Snack. Jupp, und auch hier finde ich es halt immer wieder super wichtig, sich auf seinen Fearfoods zu stellen. Und ja, da auch immer verschiedene Sachen zu testen, also auch verschiedene Sorten von Schokoladen, verschiedene Sorten von Nüssen. Es gibt so viele leckere Lebensmittel und all die, ja, es ist jetzt an der Zeit für euch wieder erneut zu entdecken, auszuprobieren und ja, ich hoffe, das gelingt euch oder ihr versucht es zumindest und ja, ich glaube fest an euch. Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Sagt mir gerne, ob es euch gefallen hat. Ja, ob ihr noch ein weiteres Video möchtet. Also ich finde es eigentlich eine ganz coole Variante, um halt wirklich auch für euch die Kalorien zu steigern. Und ja, gebt dem Video deswegen gerne, gerne einen Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da. Und ja, ich hoffe, ich kann euch damit einfach immer wieder so ein bisschen die Angst vorm Essen nehmen, weil die sollte einfach nicht da sein. Und ich weiß, natürlich, eine Essstörung hat viel, viel tiefere Wurzeln auch. Aber ich weiß, dass sie, aber da kann ich halt super schwer helfen, weil die sind halt bei jedem super individuell. Und das Essen ist halt wenigstens ein Teil, wo ich euch, glaube ich, oder hoffentlich einfach mit helfen kann, damit ihr wieder ein bisschen befreiter leben könnt. Und ja, wünsche euch wirklich alles Beste. Ihr könnt mir wie immer bei Instagram schreiben, bei JustKimberly bitte. Könnt aber gerne auch bei meinem Recover-Account vorbeischauen. Da poste ich gegenseitig eure Sachen, eure Motivationen. Und ja, genau.
bin eigentlich immer für euch erreichbar. Und ja, genau, also Daumen hoch, Abo, dies, das. Und ja, lasst euch schmecken und denkt immer dran. Vielleicht habt ihr sogar meine Kette an und könnt in dem Moment an mich denken und sagen, ja, Kim hat gesagt, ich schaffe das. Hat sie gesagt. Also, ciao.